Was geht, Freunde, aus mit? Wir switchen rüber und let's rock! Mario, absolute Klassiker. Und was? Alles Games, oh, Pokémon, Zelda, Super Mario, absolute Klassiker. Und alles Games, die ich nie gespielt habe. Warte mal, Pokémon? Mein allererstes Pokémon war das erste, was ich damals gespielt habe, als es rauskam. Sagt, vielleicht denkt sich einer, er ist bestimmt so mit Büchern aufgewachsen. Aber, nein. Oder bestimmt hat er stattdessen eine PlayStation oder Xbox. Aber nein. Ich habe sogar in meinem Leben bisher noch nie eins davon berührt. Trotzdem haben Videospiele eine echt Sünde große Rolle in meiner Kindheit gespielt. So sehr sogar, dass ich früher kaum was anderes gemacht habe. Meine allererste Konsole war ein Nintendo. Warte mal, wie kann man dann aber nie die Highlights des Highlights gezockt haben? Vielleicht nicht gefallen oder so, okay. Aber man muss doch wenigstens mal Mario oder Pokémon probieren. Alter, ich war damals so überrascht, als auf einmal ein paar Tage früher sogar Pokémon im Spielzeugladen wohl bemerkt, einfach als rote Edition da rumstand. Ich habe mir die sofort gekauft. Ja, ich bin ein Zoomer. Und dazu... Meine Oma hat sie mir gekauft, weil ich von ihr das Geld geholt habe. Dazu hatte ich auch eines meiner allerersten Games. SpongeBob Schwammkopf, der gelbe Rächer. Oh, das war wirklich geil. Aber soweit ich... Das habe ich zum allerersten Mal auf der PSP gespielt. Das war übelst geil, das Spiel. Ich weiß nicht warum, aber es war geil. Erinnern kann, fand ich es früher extrem gut. Ich meine, ich konnte in der Welt, die ich ja sonst nur aus der Serie kannte, selber eintauchen. Tauchen. Und einfach frei herumlaufen. Und es gab alle Charaktere, die ich kannte, alle Orte, eine coole Story und epische Bossfights. Glaube ich. Auf jeden Fall habe ich es gefeiert, okay? Ich habe aber natürlich nicht nur Singleplayer-Games gespielt, denn was sehr cool war, bei meinem Hort, quasi Grundschüler... Ja, Multiplayer-Spiele, muss ich sagen, bin ich nicht so extrem der Fan von. Also zum Beispiel Autorennspiele spiele ich nie Multiplayer, weil ich da einfach totaler Loser drin bin. Sowas wie COD habe ich früher sehr gerne Multiplayer gespielt oder Battlefield spiele ich heute auch nicht mehr so. Gut, das neue COD ist jetzt auch nicht so geil, wo ich sagen würde, okay, das hole ich mir. Dann spiele ich lieber Gold War weiter. Das einzige wirklich ultimativ Multiplayer, was ich wirklich sehr gerne spiele und auch extrem hype, ist World of Warcraft. Und da spiele ich auch sehr gerne PvP. Sonst meide ich so PvP-Multiplayer-Spiele eigentlich immer. Rust habe ich noch lange gespielt. Aber das kannst du halt wirklich nur mit einer guten Gruppe spielen, sonst macht das keinen Sinn. Betreuung. Gab's früher jeden Freitag einen Gaming-Tag. Der einzige Tag in der Woche, wo die Erzieher uns erlaubt hatten, unsere Spielekonsolen mitzunehmen. Yep. So was hatten wir in der Schule nicht, Alter. Wir haben schon Ärger gekriegt, wenn wir unser Nokia 3310 mitgebracht haben. Und hat dann halt entweder alleine oder mit den anderen dort gespielt. Oder nur zugeschaut. Und ein ganz besonderes Game für Multiplayer dort war Mario Kart. Oh ja. Aus einigen Gründen. Ja, ich muss doch sagen, wir haben auf der PSP, saßen wir damals immer auf dem Spielplatz bei uns draußen. Und dann haben wir alle unsere PSP ausgepackt. Und dann haben wir immer GTA Vice City Stories draufgezockt zu 6. Das war geil. Ging ja leider nur bis 6 Spiele. Aber das hat übelst Fun gemacht. Und ich hatte das Game tatsächlich auch. Mein einziges Mario-Spiel. Und mein einziges Spiel, das überhaupt... Konnte man nicht Mario Kart auch ohne, dass die anderen das Spiel hatten, spielen? War das bei Mario Kart auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab beim DS viele Spiele, wo man... Oder war das nur beim 3DS? Nee, ich glaube, das war auch beim DS oder war es nur beim 3DS? Wo man als Download-Spiel... Also da hat man gespielt Download-Multiplayer, glaube, und die anderen haben das Spiel dann empfangen, konnten es spielen, ohne dass sie das Spiel besitzen mussten. Das fand ich auch immer übelst cool. Da ging aber halt wirklich nur Multiplayer. Und wenn der Host ausgemacht hat, dann war es vorbei. Den Top 50 war eigentlich eine coole Idee. Warum sie es nicht beibehalten haben? Mein Bruder und ich haben das Game zusammen krass gegrindet. Wir waren quasi Pros. Oder nur mein Bruder. Wir hatten sogar den schwierigsten Charakter. Wenn ich solche Tricks oder Glitch probiere, wisst ihr, was dann passiert? Ja, genau, ich falle runter. Job freigeschaltet. Viele, die ich es gezeigt habe, wussten nicht mal, dass er existiert. Du hast es geschafft? Ja, das habe ich. Und bestimmt nicht mein Bruder. Aber ja, im Hort gab es dann auch immer große Multiplayer-Turniere, wo alle miteinander ein... Was bitte war das für ein Hort, Alter? Wo kann ich mich anmelden? Rennen gespielt haben. Und die waren manchmal echt fun. Der kompetitive Kampfgeist hat uns alle vereint. Vor allem auf der Regenbogenstrecke. Oder auch gespalten. Ja, das trifft's wohl eher. Was? Oh mein Gott! Naja, ich wünschte, ich hätte früher mehr solche Games gehabt, aber well. Stattdessen hatte ich aber andere Games. Dazu ja, später mehr. Welche ich frag mich aber auch, ob es diese Videospielfreitage jetzt immer noch im Hort gibt. Und ich glaube nicht, dass es sowas heute gibt. Ich höre zum ersten Mal davon. Hatte jeder einen Switch? Gut, ich war ja auch nie in Hort, aber trotzdem. Oder hat jeder ein Handy? Ja, das trifft's eher. Das? Das hätte nicht sein müssen. Das war kein stabiles Nokia 3310. Ja. Und zwar mit Hilfe einer Handyhülle von Rhino Shield, der heutige Sponsor. Denn die Hüllen von Rhino Shield sind dafür bekannt, besonders robust. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir eine zu machen. Ich habe zwar jetzt so eine schöne 360-Grad-Hülle für mein Handy. Ist zwar leider nicht magnetisch, weil denke ich wieder so eine Magnethülle, damit ich das Handy immer gechillt auspacken kann, weil zu Hause habe ich es lieber ohne Hülle liegen, aber
Gut, die geht auch. Hauptsache, es ist ringsrum geschützt und ich brauche nicht ständig so eine Hülle zum Zuklappen. Und dazu wird auch noch sehr viel Wert auf Individualität gelegt. Denn sie arbeiten nicht nur mit vielen Games zusammen, wie League of Legends, sondern haben auch eine riesige Auswahl von Designs von Anime, Disney und verschiedensten anderen Künstlern. Also ist da für jeden was dabei. Fun Fact, ich habe mir sogar schon privat... Also wenn ich es jetzt nach den Aufnahmen nicht vergesse, ich reacte ja auf mehrere Videos, ich habe mir mehrere aufgemacht, ich habe voll Bock auf Videos gucken gerade, dann habe ich es nicht vergessen und kann mal nachgucken. Ich habe vor ein paar Monaten dieses Case von Rhino Shield gekauft und jetzt arbeite ich mit ihnen zusammen. Und ja, es ist echt robust. Beste. Oh. Checkt also den Link in der Beschreibung ab und überzeugt euch selbst von Rhino Shields Produkten. Und benutzt meinen Code EINHOLZKOPF10, um beim Einkauf 10% zu sparen. Neben dem Legendenspiel Mario Kart gab es aber wenig andere Games mit dem gleichen Effekt. Vielleicht PictoChat, das bessere WhatsApp. Mario Party? Oh, das ging nur zu viert. Aber es war auch überall vorinstalliert. Sonst hat halt jeder alleine gespielt, was er will. Und das klingt vielleicht komisch. Aber ich wusste früher, dass Games wie Pokémon, Zelda, Kirby und alles existiert haben. Aber bei Kirby muss ich auch sagen, habe ich lange gebraucht, um endlich einzusteigen, also mal zu spielen. Ich weiß nicht warum. Anfang ging es an mir vorbei, so wirklich gar nichts mitbekommen, von der Gameboy-Zeit, wo es Kirby gab. Dann so ab 3DS, da dachte ich mir, hä, Kirby, habe ich doch irgendwo schon mal gehört, gesehen. Für Nintendo glaubt man eine Werbung oder so, also Super Nintendo. Und dann dachte ich mir, okay, das Kirby für DS musst du dir jetzt mal holen. Ich weiß nicht, welches das erste war, wie das heißt. Ich weiß es nicht mehr. Aber da gab es, glaube ich, 2 Stück für den 3DS, oder? Die hatte ich alle beide. Irgendwie ist der Reiz daran komplett an mir vorbeigeflogen. Wahrscheinlich auch, weil keiner meiner Freunde irgendwas davon gespielt hat. Frag nicht wie. Und ich meine... In welchem Freundeskreis hat der gelebt? Hä? Was Krass. Ist das? Wer ist bitte dieser Zelda? Das ist Link, nicht Zelda. Oh cool, SpongeBob. Aber jetzt, heute, fühlt es sich so an, als würde mir eine wichtige Erfahrung fehlen. Ja? Hatte ich keine Kindheit. Und ja, es gab auch viele welche, die hatten irgendwie... Boah, wie groß ist das Spiel, Alter? In welche DS willst du das reinstecken? Karten mit unendlich Games? Hab's aber früher nie gecheckt. Ich musste immer mit meinen Eltern... Ich hatte auch so eine Karte. ...Games kaufen gehen. Oder auch leihen. Denn mir hatte mal jemand, nennen wir ihn Leo, Wochen vor den Ferien ein Spiel geliehen, was er nie gespielt hat. So ein Haustier-Simulator-Hamster-Game. Und keine Ahnung, wie es hieß, aber ich habe den Hamster wie ein König behandelt. Das war noch früh. Ja, aber das eigene Haustier nicht. Genau so läuft's. Videotheken waren schon eine geile Sache damals. Man konnte sich ein Spiel ausleihen, man konnte es spielen und man hat sich gedacht, gut, das gefällt mir, das kaufe ich mir. Oder man hat es halt einfach durchgespielt, wie ich, der sich am Wochenende ein Spiel ausgeliehen hat und das ganze Wochenende durchgesucht hat, um das Spiel durchzukriegen, damit ich es dann in Ruhe wieder abgeben kann. Das ist eigentlich total bescheuert. Eigentlich sinnvoll, zahlst halt 3 Euro und hast das ganze Wochenende Spiel und bist durch. Ich glaube, Leo hatte zu der Zeit eh schon den Nintendo 3DS. Also mit neuen 3D-Spielen. Also wurde meine Konsole langsam alt. Aber nicht wertlos. Aber trotzdem irgendwann, eines Tages, nach einem normalen Gaming-Freitag im Hort, war die Videospielzeit um und ich habe halt meinen Nintendo DSi zurück in meinen Schulranzen gebracht. Und ich weiß nicht wieso. Die würde ich niemals alleine in den Schulranzen lassen, Alter, nie. Damals haben wir immer in der Schule, so wo der Pokémon-Hype so losging, so Pokémon-Sticker gesammelt. Und wirklich jeder, der so blöd war und in der Pause seine ganzen Sticker in den Rucksack gelassen hat, hat nach der Pause keine mehr gehabt. Es gab immer einen, der sie geklaut hat. Immer. Immer. Deswegen habe ich die immer dabei gehabt. Ich habe sie nie abgelegt. Ich hatte immer so eine schöne Box, da hatte ich die reingetan und da hatte ich die immer dabei. Wir haben immer gerne getauscht haben, haben uns immer neue gekauft. Unsere Eltern haben sich nicht gefreut. Jedes Mal braucht man Geld, um neue Sticker zu kaufen. Außerdem wollte ich auch dieses Album voll haben. Und manche, die haben dann die Sticker auf ein Stück Papier geklebt, ausgeschnitten, wollten sie dann tauschen, wo ich mir dachte, warum? Warum machst du den Aufkleber ab, klebst ihn auf ein Stück Papier, schneidest es aus? Was war der Sinn dahinter? Ich habe es heute nicht verstanden, aber ich habe die mal als Fake-Karten angesehen, Fake-Sticker und habe die nicht genommen. Aber ich habe das so richtig bewusst getan. Also so, dass ich mir selbst gesagt habe, hey, ich merke mir, ich habe es wirklich in meine Tasche gepackt. Und irgendwann später am Tag, kurz bevor ich nach Hause musste, war mein Nintendo nicht mehr da. Erzieher und ein paar meine Freunde haben dann mit mir im Spielerraum danach gesucht, aber ich wusste ganz genau, ich hab's eigentlich in meine Tasche getan. Und ja, nach einer ganzen Weile wurde nichts gefunden. Es könnte auch nirgends woanders sein. Meine Eltern meinten dann, ich hätte es irgendwo verschwinden lassen, aber ich war mir sicher, ich hab's eingepackt. Er hat's von jemand anders verschwinden lassen, sagen wir mal so. Der Hintergedanke war, klau mir das Ding, damit ich von meiner Mama eine 3DS kriege. Wahrscheinlich. Aber auch, das Wochenende und die nächste Zeit müsste ich ohne meine Nintendo verbringen. Oh, und das klingt vielleicht übertrieben, aber ich hatte wirklich nichts zu tun in der Zeit. War ich süchtig? Oh, krass. Na,
Aber es war schon eine harte Zeit. Ich meine, ja, was es ist auch jetzt? Wirklich eine harte Zeit, wenn du dann ohne. Stellt euch mal vor, es kommt jemand zu euch, eure Eltern zum Beispiel, und sagen: So, einen Monat nehme ich dir jetzt die ganzen Konsolen weg. Junge, ich würde so sterben. Mit meinen Hamstern. Und ich konnte meine SpongeBob-Runs nicht mehr weiterspielen. Und auch andere Games, die ich hatte. Wie zum Beispiel Super Monkey Ball. Falls ihr es nicht kennt, man war dort ein Affe in einem Ball. Und es gab viele Minigames. Die Steuerung war aber nervig. War aber fun. Ein anderes Videospiel, was ich bekommen habe, war Beyblade. Weil ich früher viele Beyblades hatte. Das fand ich nicht so geil. Ich habe es mal gespielt. Ich kam damit nicht klar. Wir hatten auch solche Beyblades gekauft. Solche richtigen Beyblades. Aber auch da war der Hype bei uns nur ganz kurz und dann war Beyblade eigentlich schon, nach knapp einem Monat war das bei uns schon wieder komplett aus dem Gedächtnis verschwunden. Wir waren dann halt eher so auf Yu-Gi-Oh! Kennt ihr das noch? Ich kann mich jetzt nicht mehr an viel erinnern, nur dass ich den Screen mit dem Stift komplett zerkratzt habe, um mit dem Beyblade Combo starten zu können. Meine Eltern haben mir auch Big Brain Academy gekauft. Vielleicht damit ich schlauer werde. Naja, aber egal wie dumm ich früher war, ich war kein Idiot, denn direkt am... egal wie dumm ich war kein Idiot, das passt. Und dann, schon nach dem ersten Wochenende ohne meine Nintendo, ist ein Junge gerade in den Hort rein und ist direkt zu mir gegangen. Und was kramt er aus seinem Schulranzen raus? Meinen Nintendo DSi, den er übers Wochenende bei sich hatte. Und warum? Er meinte so, ja, komisch, ich habe ihn halt irgendwie gefunden. Ich war mir aber sicher, du hast ihn geklaut, du Kleiner. Ich sage, seine Eltern haben ihm dann wahrscheinlich gesagt, er soll es zurückgeben. Und ohne Ladekabel konnte er eh nichts mehr damit anfangen. Seine Story macht halt von vorne bis hinten gar keinen Sinn. Ja, das stimmt eigentlich. Ohne Ladekabel bringt dir das nichts. So gut, die kannst du eigentlich überall kaufen. Wenigstens hatte ich meine Nintendo zurück. Irgendwann, nach Monaten, Sommerferien waren vorbei und ich habe Leo wieder gesehen. Und ich hatte ja schon ewig sein Hamster-Game, was ich seitdem wirklich extrem hochgelevelt habe. Master-Hamster! Und ich dachte mir, es ist echt Zeit, es zurückzugeben. Ich habe ihm zuerst meinen riesigen Progress gezeigt. Er war aber eher so, okay... Aha. Und er meinte auch, er hatte das Game komplett vergessen. Und dann hat er es halt zurückgenommen und behalten. Und ab da habe ich dann den Schmerz gespürt. Super, Alter. Ein Spiel, woran du dich nicht mehr erinnerst und dann so, komm, ich nehm's mal wieder mit. Jetzt kenne ich aber. Ich hatte auch ewig einen Kumpel ein Spiel geliehen, an das ich mich dann gar nicht mehr erinnert habe. Und irgendwann dachte ich, irgendwann habe ich irgendwo ein Bild oder so gesehen und dachte mir, warte mal, hatte ich das Spiel nicht auch? Jetzt schreibe ich so einem Kumpel, sag mal, hast du das noch? Habe ich dir das mal gegeben? Er so, ja. Das habe ich hier schon seit einem halben Jahr liegen. Ich so, ach so, cool, kannst behalten, brauche ich eh nicht. All meine Arbeit. Einfach weg. Ich wollte einfach bloß noch wissen, wo es war. Und ich wollte es zurückgeben. Und ich bin dankbar, dass ich es leihen durfte. Aber in dem Moment habe ich mir irgendwie gewünscht, es doch noch ein bisschen länger behalten zu dürfen. Denn die Hamster werden bei ihm nicht lange überleben. Und eines Tages ist auch noch irgendwie das SpongeBob-Spiel verschwunden. Eines meiner ersten und favorite Games. Wie kann man so failig seine Spiele ständig verlieren? Naja gut, er hat ja seinen DS verloren. Und wir haben es nie wieder gefunden. Oh, scheiße. Es ist jetzt auch eine Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal an... Aber so ging es mir auch, fällt mir gerade ein. Nach dem Umzug war mein Pokémon Omega Rubin einfach weg. Es war einfach verschwunden. Ich habe es bis heute nie wieder gefunden. Ich weiß nicht, wo es hin ist. In meinem Nintendo DSi gespielt habe, aber macht das Beste aus den Games, die ihr habt, solange ihr sie überhaupt noch habt. Denn von einem auf den anderen Augenblick können sie plötzlich weg sein. Außer ja. Minecraft. Das Game hält ewig. Und ja, das stimmt. Auch dieses Video. Minecraft ist ein Dauerbrenner. Die epische Story unserer Minecraft-Stadt. Ja, das wollte ich auch mal gucken. Will ich auch mal machen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.